Advent ist so eine ganz seltsame Zeit eigentlich, wenn man es ganz genau betrachtet. Weil wenn man einkaufen geht, ist man schon irgendwie in dem ganzen Weihnachtsding da. Also ich weiß nicht, ob es Stress für manche ist oder ein schönes Gefühl, einkaufen zu gehen. Ich muss ehrlich sagen, ich meide in diesen Tagen die großen Einkaufszentren. Aber das ist meine persönliche Einstellung. Wenn es jemandem gut tut, mach nur, warum nicht? Ist ja nichts Schlimmes dabei. Es geht darum, sich auf Weihnachten vorzubereiten. Nur auf die Geburt Jesu können wir uns nicht mehr vorbereiten. Es ist vor gut 2000 Jahren passiert. Es ist ein bisschen vorbei. Wir sind zu spät. Es ist aber wichtig, sich zu Weihnachten dessen zu erinnern, dass er einer von uns geworden ist. Deswegen lohnt es sich, uns auf Weihnachten vorzubereiten. Nur die Adventzeit hat eigentlich eine ganz andere Ausrichtung, von der wir heute gehört haben. Es geht um die letzten Dinge, dass am Ende der Zeit der Menschensohn kommt und die Bösen von den Guten scheiden wird, sie richten wird und uns auch ermöglichen wird, wirklich den Zugang zum Vater auf eine Art und Weise, die wir uns gar nicht vorstellen können. Das liegt ziemlich fern entfernt. Und doch haben die ersten Christen, die waren der Überzeugung, die werden noch das Wiederkommen Jesu erleben. Und es zieht sich durch die 2000 Jahre der Kirchengeschichte hindurch. Dieses Warten, dass der Herr kommt. Ich bin oft auch mit Menschen aus den Freikirchen, aus den Pfingstbewegungen unterwegs und auch mit jungen Katholiken, die also sehr charismatisch sind, also charismatisch beten. Und das ist eines, was ihnen auch sehr wichtig ist, die große Bitte, dass der Herr kommt, nicht irgendwann, sondern jetzt. Dass er echt kommt und die Welt neu macht. Also warum? Weil, wenn du dich umschaust, die Welt ist nicht ganz in Ordnung. An manchen Stellen ist sie ziemlich kaputt. Da braucht man nur Nachrichten einschalten. Es ist halt so. Und das große Versprechen, das Jesus seinen Jüngern gibt, also dieses, dass er am Ende der Tage kommen wird und alles richten wird, das ist nicht nur dieses, das Gute von dem Bösen scheiden, sondern, wie es das deutsche Wort auch nahelegt, etwas richten. Etwas wiedergutmachen. So wie es sein sollte. Er ist derjenige, der den Frieden bringen wird. Und wo Frieden herrscht, dort ist schon Jesus zugegen. Und viele trifft es wirklich ins Herz, die Ungerechtigkeit, die uns umgibt. Vielleicht trifft dich auch irgendeine Art von Ungerechtigkeit in deinem Leben. Wenn das nicht der Fall ist, wie gesagt, schalte nur Nachrichten ein oder besuche deinen Nachbarn. Die Welt ist nicht so, wie sie sein sollte. Das ist die Vermutung, die man in der Bibel findet, schon ganz am Anfang. Es sollte eigentlich alles ganz anders sein. Es ist aber, wie es ist. Und der Einzige, der das ändern kann, wir sind es nicht. Die Älteren von euch können sich vielleicht an die Zeit erinnern, wo die Technologie wirklich angefangen hat, diese Welt wirklich vom Grund auf zu ändern. Also nicht die technische Revolution im 19. Jahrhundert, also das hat keiner von den hier Anwesenden erlebt. Aber ich meine so 70er, 80er Jahre. Die großen Hoffnungen, also ich kann mich noch daran erinnern, weil bei uns das ein bisschen später angekommen ist, diese Hoffnung, die man in die Technik setzt, hat der Welt auch nicht wirklich grundlegend geholfen. Wir haben viel mehr Möglichkeiten, aber es heißt nicht, dass die Welt gerechter ist. Vielleicht hier oder dort, hoffentlich. Aber aus unserer eigenen Anstrengung ist es schwierig, etwas wirklich in seinen Zustand zu versetzen, wo du sagen kannst, ja, das ist das, wie die Welt sein sollte. Wir schaffen es nicht einmal in unseren eigenen Familien sehr oft.
Also wenn Weihnachten dann näher kommt, dann wird der Stress meistens größer und da wird man irgendwann schon dünnhäutig. Das ist etwas Menschliches und an und für sich ist es nichts etwas Schlechtes, aber es macht uns das Leben nicht einfacher. Was ist die Lösung eigentlich? Die Lösung ist das, was die Kirche seit 2000 Jahren tut, zu rufen, komm Jesus, Maranatha. Das ist das, wozu der Advent eigentlich einlädt. Das, was sehr stark eben in diesen Pfingstbewegungen ist. Viele von denen, die in seiner pfingstlichen Haltung leben, sind davon wirklich fest überzeugt, dass zu ihrer Lebenszeit Jesus wiederkommen wird. Man kann es auch lächerlich machen, ist es aber nicht so. Weil eine Sache ist wirklich das Ende von allem. Wenn der Herr kommt, um die Lebenden und die Toten zu richten, das, was wir im Glaubensbekenntnis jeden Sonntag bekennen. Das wird sicher kommen. Wann, habe ich keine Ahnung. Meine starke Vermutung ist, ich werde es nicht erleben. Aber wer weiß. Aber eine zweite Schicht dieser Hoffnung ist für dich. Weil, schaut mal, Jesus will jeden von uns retten. Also er hat jeden schon gerettet, aber er möchte jeden von uns in den Himmel bringen. Also ein Leben in Fülle geben. Und ich habe schon gesagt, meine starke Vermutung ist, das Ende der Welt wird zumindest zu meiner Lebenszeit nicht geschehen. Das ist so meine Überzeugung. Wenn es anders kommt, auch gut, aber das glaube ich nicht. Das heißt, dieses wird nicht eintreffen. Und wenn er jeden von uns in den Himmel holen wird oder holen will, wie soll er das machen? Dass er in dein Leben eintritt. Und das klingt jetzt ziemlich großartig und Gott ist großartig, das stimmt. Aber man muss nicht so groß denken. Gott offenbart sich im Kleinen. Gott ist demütig. Deswegen kommt er als ein kleines, schreiendes und manchmal auch stinkendes Kind zu dieser Welt. Jesus war nicht anders als andere Babys. Er war sicher süß, aber Windeln musste man auch wechseln. Falls es damals Windeln gab, keine Ahnung, wie das war. Aber er kommt aus diesem Grund, weil er demütig ist. Und er möchte auch in dein Leben demütig eintreten. Und dieser Ruf, komm Jesus, komm erscheine, komm Maranatha, ist nicht belanglos für dich. Es geht nicht nur darum, den Herrn zu bitten, dass er endlich kommt und der Ungerechtigkeit ein Ende macht. Ja, das auch. Aber es geht um dich, um dein Leben. Und ich möchte dir auch ein paar Beispiele geben, wie der Herr in dein Leben kommen kann. Und ich wiederhole mich, weil das ist keine großartige Botschaft, seid nett zueinander. Ich bin nicht unbedingt ein Mensch, der zu allen nett ist, aber ich habe eines erfahren, wenn du freundlich bist zu anderen Menschen, schafft es die Probleme nicht aus der Welt. Aber es ermöglicht vieles. Und da, wo mir das gelingt, nett und freundlich zu anderen zu sein, da weiß ich ganz genau, das ist nicht aus meiner eigenen Kraft, weil das schaffe ich bei vielen Leuten einfach nicht. Sie sind mir vom Grund auf unsympathisch. Was soll ich machen? Ist halt so. Bei anderen fällt es mir leichter. Aber da, wo es mir gelingt, da weiß ich, da hat Gott Finger im Spiel. Ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man sich auf Weihnachten vorbereiten möchte, da wirklich aufmerksam zu sein, in diesen kleinen Dingen. Und wenn du willst, dass der Herr die Welt übernimmt, dass er kommt, auch in dein Leben, dann hebe auch den Mist von der Straße. Oder solche kleinen Dinge. Macht die Welt so,
dass sie bereit ist auf sein Kommen. Und durch deinen Einsatz wird sich diese Welt auch verändern. Vielleicht nur die 2 Quadratmeter Gehsteig vor deinem Haus, wurscht. Es steht nirgendwo in der Bibel, wo der Herr kommen wird. Die Juden behaupten Jerusalem. Aber vielleicht wird es deine Wohnung sein, wo er zu Weihnachten erscheint. Also ich würde das nicht ausschließen, auch wenn ich davon überzeugt bin, dass es nicht zu meiner Lebenszeit geschieht. Wir haben es im Evangelium gehört, seid alle Zeit bereit. Weil das ist die eine Sache, die niemand weiß. Was Jesus auch sagt, nicht einmal Jesus weiß, wann er zurückkommt. Nur der Vater im Himmel weiß das. Vielleicht heute, vielleicht in 1000 Jahren, unbedeutend wann. Sei du bereit, darum geht's. Versäume es nicht. Das sind die kleinen Dinge, die das Leben lebenswert machen. Du wirst wahrscheinlich nie einen Krieg irgendwo verhindern oder beenden können. Das ist den wenigsten in die Lebensgeschichte hineingeschrieben, diese Möglichkeit. Aber mach, was du kannst und lass nicht nach. Gib nicht auf, diese kleinen Veränderungen in dieser Welt herbeizuführen. Und dann wird Gott in dein Leben hineintreten und vielleicht sogar schon vor Weihnachten.